Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Kuman & Gonka Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, Leute, und wir waren beim letzten Mission 11, hatten wir abgeschlossen hier, versunkene Kosten. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter hier mit diesem Mission 12, erobern sich die Technologiezentren. Alles klar, dann hoffe ich mal, dass wir hier jetzt wieder keine englischsprachige haben. Nochmal zurück. Gut, alles klar. Gut, Cutscene. Die Alliierten nennen diese Technologie die Chronosphäre. Meine Gewehrsleute sagen, sie arbeitet mit extrem energiereichen Signalen. Ich will sie. Genosse, wie? Ich bin nur von Idioten umgeben. Besorgen Sie sie. Von mir aus stellen Sie sie. Nadja, sag deinen Spion, ich will detaillierte Pläne. Wenn Gradenko Einstein nicht hätte entkommen lassen, dann wäre diese Waffe jetzt in unserer Hand. Genosse, wir haben eine Spur. Ein alliierter Stützpunkt in der Nähe von Z sendet extrem energiereiche Signale aus. Ich vermute, dort verstecken sie die Chronosphäre. Wir haben dort drei separate Kommandozentralen ausfindig gemacht. Erobern Sie alle drei. Lassen Sie nicht zu, dass man unser rechtmäßiges Eigentum zerstört. General. Ja, Kukow, da machst du aber Augen, ne? Ja, Leute, wir wurden befördert zum General. Ja, jetzt sind wir der Ranghöchste hier. Und ja, da musste der Kukow schon erstmal sehr nicht schlecht staunen. Ach nein, diese Mission ist das. Diese Mission ist richtig scheiße, Leute. Die ist richtig scheiße, diese Mission. So. Macht mal weiter hier, los. Puh. Die ist richtig kacke, die Mission. So, liebe Leute. Na gut, machen wir die alle platt hier, so. Es kann sein, dass ich das nochmal neu starten muss, weil mehr kriegen wir nicht hier. Mehr kriegen wir hier nicht. Nö, muss ich neu starten, Leute. Shit. Gut, scheiße. Aber, ja, wie gesagt, der Anfang, der ist geskriptet. Da kann man nicht viel machen. Außer vielleicht diesen einen Raketenwerfer da beschützen. Gut, aber da mache ich jetzt halt erstmal die Optionen auf normal. So, liebe Leute. Diesen Raketenwerfer da rausnehmen. So. Und zack. Und zack. Und zack. Und ihr macht bitte die Manneken platt hier. Der Bauhof bleibt bitte hier oben. Das sieht doch schon besser aus. So, einfach am Anfang langsamer das Ganze angehen. Einfach langsamer. So, ihr Männchen, nimm mal bitte diesen Panzer platt. So, sehr, sehr gut. Dann macht ihr die Grenadiere, die machen bitte auch diesen Panzer dann platt. Sehr, sehr gut, liebe Leute. Da müssen wir am Anfang echt sachte machen bei dieser Mission. Und, jo, dann... Leute, jetzt macht doch mal diesen Typen da platt. So, liebe Leute, mach den doch kaputt da. So, und den Turm. Mal ein bisschen anschwächen hier, so. Ich brauche nämlich am Anfang wirklich jede Einheit, die ich hier irgendwie kriegen kann. So. Und zurückziehen, und zurückziehen. Raketenwerfer. Ah, nicht den Raketenwerfer. Gott sei Dank. Da hat er aber ganz knapp überlegt, der Raketenwerfer. So. Den Mammut, der ist voll. Das ist schon mal echt genial. So, liebe Leute. Ach, dann schieß einfach drauf da. Dann ist gut. Und gut, Leute. Dann würde ich sagen, können wir uns mal hier aufbauen. Boah. Oh, lass dich alle abballern, ne? Ist klar. Der Raketenwerfer kann das machen. So. Ja, ist das... Das ist klug? Nein, das ist nicht klug. Okay, Leute, egal. Jetzt schießt doch da drauf. So. Der Raketenwerfer kann gefälligst da unten drauf schießen. Der Bauf muss hier hin, liebe Leute. Weil wir hier die Basis aufbauen müssen, aber wir haben halt keinen Platz. Das ist das. Ja? Gut, dann machen wir die Mauer platt. Konstruktion abgeschlossen.
Und dann würde ich sagen, baue ich mir jetzt hier die Raffinerie hier unten auf. So, liebe Leute. Da habe ich noch 2 Einheiten übrig. Das ist doch schon mal gut. So. Aber diese Mission ist auch nicht schwer. Also überhaupt nicht schwer. Muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen, weil... Ja, der Anfang, der ist knackig, aber der Rest, der geht. Der Rest geht wirklich. So, liebe Leute, hier habe ich, haben wir ein paar Edelsteine. So. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal hier. Keinen Stress verursachen. Einfach nur verteidigen. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding mal. Mission 12. Mein Gott, drittletzte Mission, ne? Schon, das ist... Echt krass, so schneller. Alles klar, liebe Leute, dann kann ich die Raffinerie hier hinbauen. So, und dann direkt eine Waffenfabrik, ganz genau. So schnell wie möglich eine Werkstatt, um die beiden Einheiten zu reparieren. Weil ich brauche ja wirklich jede Verteidigungseinheit, die man kriegen kann. So, liebe Leute, dann der sammelt schön brav die Edelsteine. Finde ich super, sehr, sehr gut. Und ja, Leute, da bin ich mal gespannt, wie wir das hier geschafft kriegen, die Mission. Weil die Mission, kann ich mich erinnern, die war auch richtig... Konstruktion abgeschlossen. Naja, der Anfang war knackig, habe ich ja eben gerade gesagt. So, die Werkstatt, die können wir dann direkt hinterher bauen. Der Anfang ist knackig, wie gesagt. Oh, stopp! Stopp! Oh Gott, noch nicht wegbringen. Bau erstmal die Werkstatt. Keine Ressourcenverluste hier, bitte. Gut, er hat 1200. So, jetzt. Genau, Leute. Schön, schön gut damit umgehen. Ja. Kann ich am besten noch einen zweiten Sammler bauen hier. Die Werkstatt, die werde ich jetzt nämlich brauchen. Zack. Und die beiden reparieren. So. Energie passt wieder nicht, aber ist okay, liebe Leute. Ja. Gut, bring die Edelsteine. So. Perfekt. So, Großkraftwerk, liebe Leute. Zack. Gut, dann würde ich sagen, baue ich noch ein Großkraftwerk und dann direkt meine Tesla-Spule gleich. Weil der kommt gleich mit ein paar Gummipanzern. Das ist echt nervig manchmal, wenn er mit Gummipanzern kommt. So, Tesla-Spule, zack. So, liebe Leute. Was hat er hier jetzt? Ach, das war wieder nur... Handy. Okay. So, da oben. Seht ihr das? Da kommt ein Hubschrauber an. Da kommt er mit dem Gummipanzer. Da kommt er mit dem Hubschrauber. Den habe ich vergessen, den Hubschrauber. Scheiße. Schieß doch. Schieß doch da rein. Oh, oh Gott sei Dank, Leute. Gut. Ja. Da wollte er echt mit Dieben ankommen gerade. Ne? Habt ihr gesehen? Der wollte mit dem Dieb ankommen. Ja, das ist richtig geil. So, liebe Leute, schnell nachbauen, bevor ich wieder nachklicken muss. Ach, verdammt, ich muss wieder nachklicken. Egal. Liebe Leute, der Mammut, der heilt sich zur Hälfte hoch. Das ist ganz gut eigentlich. So, dann bau noch eine Tesla-Spule, bitte. Ja, wie ihr seht, die Basis hier sehr klein. Aber, ja, muss reichen, der Platz, ne? Also... Mehr geht nicht. So, Kampfpanzer, erkunde mal ein bisschen, bitte. Weil irgendwo hier gab es nämlich auch Edelsteine, das weiß ich noch. Und irgendwo hier gab es auch ein Technologiezentrum, was wir einnehmen können. So, komm, bau einfach mal eine Hundehütte, der Vollständigkeit halber. Wir können hier in dieser Mission nämlich keine Hubschrauber bauen. Es geht leider nicht und auch kein Flugfeld. Das ist wieder ein Panzerbug. Oh Mann. Gut, Flachs. Warum kann ich hier keine... Moment. Ach, ja klar. Radar fehlt. Eine der grundlegendsten Sachen hier fehlt. Radar. So. Der Hubschrauber macht den platt, bitte. Ach du Scheiße. Der zieht ganz schön viel ab. Das Radar fehlte. Vielleicht kann ich ja doch Hubschrauber bauen. Ich kann doch Hubschrauber bauen. Seht ihr? Ich wusste es doch. Wir brauchen Silos. Ja, wir brauchen Silos. Komm. Ich baue Hubschrauber. Oh, shit. Oh, das wäre jetzt übel gewesen.
Das wäre jetzt echt übel gewesen. Gut, bau eine Flak. Bau schnell eine Flarak. Flugabwehrrakete. So, schnell, komm, bevor der Hubschrauber gleich wieder kommt hier. Der Mammut, ey. Ich muss den beschützen. Oh, Gott sei Dank. Oh, das war knapp. Das war knapp, Leute. Oh, Gott sei Dank. Okay, Leute, wir haben den Mammut noch. Dann würde ich sagen, baue ich danach... Warum baue ich das eigentlich zu... Ja, doch. Doch, oder? Nö. Baue erstmal ein Flugfeld. Erstmal ein Flugfeld, damit ich mir die Karte hier erkunden kann. Weil ich möchte nämlich nicht mit dem Kampfpanzer da die Karte erkunden. Das ist irgendwie doof. Gut, liebe Leute, dann... Wie viele haben wir hier? 1, 2, 3... Nee, das passt nicht. Hier oben kommen die Flugfelder hin. So, liebe Leute, dann eine MiG. Und dann laden jetzt die Geheimwaffen auf. Ganz genau, Leute, die Spezialwaffen. Gut. Alles klar, einfach weiter Flugzeuge bauen hier. So, dann die 4 Hubschrauber und dann können wir uns nämlich auch schon auf den Angriff vorbereiten tatsächlich. Weil viel mehr ist es dann nicht. Ja, aber so schnell geht die Kohle halt weg. Ne? Das ist, ja, so schnell geht die Kohle weg. So, Leute, dann erkunde ich einfach mal mit diesem Kampfpanzer. Du Sack! Was machst du da? Hörst du auf? Hörst du auf, du Penner? Du Sack, ey. So. Lässt du den Scheiß? Ganz genau, Leute. Das sind die Alliierten hier. Die mit ihren Minen. Das ist so nervig. So, Leute, ich hab aber was. Schaut mal hier unten. Schaut mal hier in die Ecke. Schaut mal. Da. Technologiezentrum. Das können wir uns holen gleich, Leute. Das können wir uns gleich erobern. Allerdings werde ich dafür noch ein paar Hubschrauber bauen vorher. Ganz genau, Leute. Da unten ist ein Tech-Zentrum der Alliierten. Das heißt, wir können das erobern. Und das würde ich sagen, ist doch ein sehr guter Plan. Und das mache ich auch, damit wir die ganze Karte sehen. Weil ihr kennt mich ja, ne? Ich hab's lieber, wenn ich die ganze Karte sehe. So. Gut. Da kommen jetzt hier die 4 Hubschrauber hin gleich. Ja, so, genau. Ah, verdammt. Die Energie. Gut, egal. Mach mal hier die Mannequin hin. So, das passt so. Sehr schön. Und wegmachen und wegmachen. Zack. Sehr, sehr gut, Leute. Gut, Energie. Zack. Da stehen 2 Gummipanzer. Auch nicht schlecht. Leute, oh, wir brauchen wieder Silos. Okay. Dann baue ich schon mal ein paar Mammuts. Und einen Ingenieur. So. Und zack, zack, zack. Zack, zack. Die haben leider keinen Platt gekriegt, ne? Die Minikin. So. Aber egal. So, weitere Hubschrauber. Den einen haben sie aber fast. Oh. Und eine MiG brauche ich noch. Okay, dann baue noch eine MiG. Oh, hier draußen fliegen gerade auch die Hubschrauber rum. Die Russen, ja. So, liebe Leute. Dann würde ich sagen, mach die platt. Diese Gummipanzer meinte ich eben. Übel. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, übel, Leute. So, weiteres Spionageflugzeug. Können wir nochmal gucken, was sich da uns noch in den Weg stellt. Nichts. Oder? Nö, nichts. Sehr gut. So schnell kann die Kohle flöten gehen, ey. Ja, die Kohle. Ist in Ordnung. So. Was machst du denn da? Der hat aber lange gelebt. Ja. Toll, jetzt haben wir die Geldnot. Ne, das ist... Jetzt haben wir die Geldnot. Aber gut. Leute, wir haben schon einiges von der Karte erkundet, weil viel ist es nicht mehr. Und Bomber, versuch mal hier hinzukommen. Was zur... Hubschrauber! Da kommt er mit Hubschraubern angeschissen. Ne.
So ja nun wirklich nicht. So. Konnte der abwerfen? Nein, er ist wieder quer über die Basis geflogen. Ach, verdammt. Leute. Ach, da draußen fährt wieder einer mit dem Skateboard her. So schön klassisch 90er. Oh Mann. Gut. Mach den Gummipanzer weg und dann können wir gleich das Ding einnehmen. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Und dann haben wir hier noch den Hubschrauber. Bau weitere Hubschrauber. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich mit dem Mannequin mal hier hin. Moment, da unten sind Edelsteine. Ne? Was zur... Was? Okay. Kampfpanzer? Habe ich Kampfpanzer gebaut? Auch nicht schlecht. Na gut, dann gehe ich halt mit den Kampfpanzern rein. Müssen ja nicht unbedingt Mammuts sein. Oh, Mannequin. Ganz viele Mannequin. Was will er jetzt damit? Gut, was will er damit? Hallo? Einfach drüber fahren da. Was soll denn der Mist? Oh, wieder der Nazi hier. Schöner Hellmarsch. Ah, keine Chance hier. Hauptsache schön vorbeifahren, ey, Panzer. Ihr seid doch manchmal echt die Besten, ey. So. Egal. Dann würde ich sagen, hole ich mir das Ding nämlich gleich. Und wir brauchen wieder Silos. Das ist okay. Ah, gut. Dann mach mal hier bitte. Was hat er denn da? Mobiler Schattengenerator oder sowas, ne? Was will der eigentlich mit diesen zwei Hubschraubern? So, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich brauche noch ein Technologiezentrum, ne? Okay. Ein Technologiezentrum brauche ich noch. Ja, das passt jetzt natürlich nicht mehr hier rein, ne? Das ist doof, klar. Ne, erstmal keine Edelsteine einsammeln, weil wir haben schon genug Kohle. Gut, Leute, dann hier nochmal hin. Was soll denn das? Ja, das ist ein Schattengenerator oder so. Tja, auch nicht schlecht. Ich krieg's nicht aufgebaut. Ach, ich krieg das Ding nicht fertiggestellt. Ach, das ist echt doof hier, dass wir da auch so wenig Platz haben hier. Was macht ihr denn da? Warum lasst ihr euch von Mannequin platt machen, ihr dummen Köpfe, ey? Mann. Wisst ihr was? Ich verkaufe das Ding einfach wieder. Dann verkauft das Ding direkt. So, dann kann ich jetzt nämlich die Mammuts bauen. Und dann war's das. Gut, Team 2. Ja, egal. So, liebe Leute, die nehme ich mir jetzt mal mit. Was zur Hölle? Ach, weil ich einen Bürger dabei habe, ne? Genau. Ne, da will ich erstmal keinen Stress machen. Ich will erstmal hier unten Stress machen. Und schon mal eine Tesla-Spule aufbauen. So. Weil ich gerne das Technologiecenter da unten haben will. So. So, Leute. So, was hat der hier? Der hat da einen Schattengenerator, so einen mobilen Scheiß. So. Ach du Scheiße. Och, Hubschrauber, jetzt hör doch mal auf. So, liebe Leute. Der Hubschrauber wird abgeschossen. Sehr schön, Leute. So, der hat da unten jede Menge Gummipanzer stehen. Ne? Aber das sollte passen. So, liebe Leute, das sollte passen. Hier wieder. Oh Mann. Naja, gut. Der bringt eine Ladung Edelsteine rein. Das ist ganz geil eigentlich. Was zur... Okay, nicht schlimm. So, liebe Leute, dann auf die Gummipanzer. So. Die haben keine Chance gegen drei Mammuts. Haben sie nicht, nein. So, wegmachen. Zack. Was zur... Okay. Der Sammler, ja, der ist verdammt mutig. Aber gut, liebe Leute, dann macht ihr mal bitte das Ding im Arsch. So, dann nehme ich mir jetzt den Invasor und übernehme das und setze hier unten gleich direkt eine Tesla-Spule vor.
Ach du Kacke. Jetzt kommt er nämlich an hier. Jetzt kommt er an, Leute. Jetzt kommt er an. Der will es nämlich um... Der will es nämlich unbedingt beschützen, das Ding. So. So. Komm schon. Ach, der Invasor ist platt. Verdammter Sack, ey. Wirklich. Ja, seht ihr das? Der kommt mit allem, was er hat hier und möchte das Technologiezentrum beschützen. Schafft er aber nicht. Ich musste nur den Invasor nochmal nachbauen. So, hier heißt er auch Invasor, ne? Nicht Ingenieur. Och, jetzt... Ernsthaft? Die Hubschrauber haben mir einen Sammler platt gemacht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, egal. Dann brauche ich halt noch einen Sammler. So. Ist ja nicht schlimm. Ich kann die ja immer nachbauen. Ich habe ja genug Kohle zum Glück. Der sackt sich nämlich hier schön die letzten Edelsteine ein. Der kann die aber schon mal nach Hause bringen. So, liebe Leute, dann brauche ich ab jetzt keine Spionageflugzeuge mehr. Ganz genau, weil wir gleich die ganze Karte sehen werden. Ja, da versucht das wieder mit ein paar Männchen. Oh nein! Nicht die Energie! Ach, verdammt, Leute. Nicht die Energie. Das ist jetzt natürlich kacke. Das ist natürlich echt kacke jetzt. Dass ich da jetzt keine Energie mehr habe, ey. Mach dir Kraftwerk fertig. Das kann ich auch nicht aufbauen. Och, Mann, das ist so kacke. So wenig Platz hier. Ja gut, dann stell es da hin. Mal ein bisschen unkonventionell. So. Wusste ich gar nicht, dass das so viel Energie braucht, das Ding. Na gut. Gut, Leute, dann schaffen wir es, glaube ich, in dieser Folge noch die erste Basis da platt zu kriegen. Und ja, dann war es das leider auch schon wieder. Die Mission schaffen wir leider nicht jetzt, nee. Gut. Dann würde ich sagen, die Mix, die Hubschrauber sind Team 3. Ja, klar. Natürlich. Boah. Die haben mir echt eine MiG abgeballert, ne? Oh nein. Hubschrauber, kommt da raus. Ach, verdammte Scheiße. Diese Drecksmannequin von ihm, eh wirklich. Gut, noch eine MiG. So. Was macht der denn da schon wieder? Oh Mann. Gut, Leute. Dann haben wir es jetzt aber hier. Mit den Drecks... Raketendingern da. So. Muss ich den MiG nochmal reparieren und draußen ist wieder so ein Möchtegern-Rocker. Gut, Leute. Was zur... Ja, klar. Was auch sonst. Schießt ja voll auf meine Energie, der Penner. Na gut. Egal. Spionageflieger brauche ich jetzt nicht. Ach, Mensch. Jetzt hört doch auf mit dem Mist. Ah. So, seht ihr das hier, Leute? GPS-Satellit, der von den Alliierten. Ganz genau. Kommen wir endlich auch mal auf den Genuss hier. Ui, das sieht geil aus. Wie die MiG so schräg da drauf steht. Das ist echt, das sieht echt cool aus. So, der sammelt dann noch wie verrückt, aber das ist okay, Leute. Und ja, dann kann ich hier unten noch. Kann ich da noch eine Flak bauen? Kann ich sogar. Sehr gut. Okay, dann mach das bitte. Und da brauche ich noch ein paar Mammuts. Mammutpanzer. Ja, brauche ich nicht. Ist egal. Weil der GPS-Satellit startet jetzt. Und zwar genau jetzt. Da ist er. Zack. So eine. Das ist sogar eine russische Rakete, ne? Das war eine Sojus-Rakete. Ja, so sah es zumindest aus. So, Leute, wir sehen die Karte. Er hat nicht so viel. Moment. Die Hubschrauber gehen mal bitte auf den Sammler. So. Sehr, sehr gut. Ach, nur zwei. Warum denn? Ach so. Eklig. Ja gut, dann... Bau noch mal zwei Hubschrauber.
So. Ah, wieder Jod, 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 Jod. Genau, die geile Mucke. So, die Minikin, die können wir das, den Panzer da platt machen. Das schaffen die sogar. Das schaffen die, ja. Jod, 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 Jod. Ach ja, die Mucke. Was bringt ihr für eine Geldladung rein? Warum so wenig? So, Leute. Und zack. Sehr schön. Und diese Drecksminikin da wieder. Okay, nicht schlimm. Alles klar, dann haben wir hier das neue Team 3 schon. So. Ach du Kacke. Nein. Nein. Dieser Penner. Puh. Das war aber knapp. Oder? Ist die Energie weg? Eigentlich nicht, oder? Doch, sie ist weg. Ach, dieser... Dieser Kack-Spawner da von dem, ey. Ich brauche dann noch ein Kraftwerk und eine Flak am besten. Ah, das ist, weil die da kein Geld mehr haben, deshalb. So. Egal. Nur einfach zwei Flaks. So. Das, alter Schwede, Leute. Da habt ihr euch mit dem Update aber ein bisschen verschätzt, oder? Wenn die Einheiten so hin und her sliden hier. Das sieht da echt... Das sieht zwar witzig aus, aber... Ist es nicht schön. Nee, ist es echt nicht schön. Konstruktion abgeschlossen. Es sei denn, es ist ein Fehler von mir. Dann versuche ich den auszumerzen, aber... Da das bis jetzt nicht aufgetreten ist, schiebe ich es einfach mal aufs Update. Ich meine, ja. Ansonsten kann ich mir da keinen Reim drauf machen, um ehrlich zu sein. Warum das auf einmal so beschissen aussieht mit den Einheiten da. So. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, bevor wir diese Folge und diese Aufnahmesession für Command & Conquer beenden... Erreichen die 7 Mammuts? Bestätigt. Könnte. Könnte. Ah, mach die weg. So. Und wenn der Sammler das nächste Mal hier hinkommt, ist der weg. Da ist noch was, Leute. Ein feindlicher Soldat. Oh, die Mix sind schneller. Oder? Oder? Naja, ich wusste es, dass das ein Raketenwerfer ist, ey. So. So, liebe Leute, da kommt er jetzt nämlich mit seinem Panzer an. Jawohl, die Hubschrauber, die sind echt geil. Und zack, und haut ab daraus, los. Oh, ich muss nochmal einen bauen, okay. Ja, ist ja gut, ich baue schon einen Hubschrauber. Und noch ein paar Mammuts. So. Nein, 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 nein. So. Hä, was ist das denn? Ja gut, egal. Ach, man kann noch mehr reinzoomen. Oder was ist das? Nee. Oh, sein Ernst. Zwei Männchen von den Hubschraubern. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Das ist so dreist. Wirklich. So. Mach den Sammler gleich platt. So. Mach den Sammler weg. So. Alles klar, liebe Leute. Dann machen wir noch diesen Angriff hier. Machen wir noch diese Basis hier platt von ihm. Hoffentlich. Ich meine, der hat ja einiges hier, ne? Der hat echt einiges. So, aber... Sollte klappen hier. So. Er ist verkauft, sehr gut. Den hat er auch verkauft. Ach du Scheiße, das reicht nicht. Es reicht nicht. Ja gut, weil ich da keine Raketenwerfer dabei hatte. Ja, das ist... Ich brauche auch Raketenwerfer, sonst bringt das nichts. Alles klar, egal, aber wir haben ihn hier schön abgeschwächt. Ist doch auch schon mal viel wert. Was du, Sammler? Kommst du bitte hier oben hin. Oh, da geht nämlich ein bisschen schneller da oben. Hör mal auf, Mammuts zu bauen, bitte. Weil als letzte Aktion werde ich dann nochmal hier die Hubschrauber reparieren. So. Und ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann greifen wir den Gegner beim nächsten Mal an. Und ja, wobei, ich kann ja versuchen noch hier. Wird repariert. Nein, der fährt natürlich direkt genau über die gegnerische Basis, ne? Probier die Energie platt zu machen, so.
Zack, das war's schon. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. So. Alles klar, mach die Energie platt. Geil. Ja gut, egal. Gut Leute, ja, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag und ja, speichere das Ding und wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.